Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner live und uns zugeschalten aus Klagenfurt ist jetzt der Eventunternehmer und einer der engsten Freunde von Niki Lauda gewesen, Hannes Jagerhofer. Grüß Gott, Herr Jagerhofer. Hallo Hannes. Heute Hallo. Ist der erste Todestag des Niki Lauda. Heute vor einem Jahr ist er verstorben. Wie oft denkst du denn noch an den Niki? Es klingt komisch, aber ich glaube wahrscheinlich fast täglich, weil der Niki war schon die letzten 30 Jahre ein wichtiger Bestandteil meines Lebens und das im Laufe so eines Tages, ob das jetzt beruflich oder privat ist, da auch immer wieder vor Augen auf, wo du denkst, es wäre schon cool, wenn du mit ihm darüber austauschen könntest, aber er ist omnipräsent, und aber halt leider hat er uns vor einem Jahr verlassen. Mhm. Was fehlt dir denn am meisten am Niki, wenn du jetzt so zurückdenkst? Was ist es am meisten? Du hast einmal gesagt, glaube ich, die Schuhfixe sind das, was dir besonders fehlt. Aber wenn du jetzt so an den Niki denkst, was vermisst du an ihm? Du vermisst sicher am meisten den Mensch Niki, weil der Niki war, ich habe zu ihm immer gesagt, Niki, wenn es dich nicht gäbe, dich müsste man erfinden. Er war etwas ganz Spezielles, er war einfach jemand, der, wenn er dein Freund war, ein extremer Halter war, der wirklich versucht hat, dich zu unterstützen, wo es noch gegangen ist. Das hat er auch mit vielen gemacht. Und auf der anderen Seite aber hast du mit ihm einen extrem tollen Austausch führen können. Er hat in Situationen, wo es da unter Anführungszeichen schlecht gegangen ist, wie mir nach meinem Flugzeug ein Hubschrauberabsturz in Amerika, wo er mir wirklich aus diesem ganzen, würde ich sagen, mal Sumpf rausgeholfen hat, weil er ähnliche Situation schon gehabt hat, aber auch wenn es um Dinge des alltäglichen Lebens ging. Wir haben uns da immer wieder beim Plahuta getroffen, immer das Same Procedure im 19. Bezirk, gleicher Tisch, gleicher Platz, gleiche Sitzordnung, gleiches Essen, gleiche Getränke. Und da hat es halt dann einfach so ein Recap gegeben, was so passiert ist und viele, viele Dinge. Und das Gespräch war mit Niki immer ein extrem wertvolles. Jetzt warst du einer der ganz wenigen, die wirklich der Niki, glaube ich, auch als Freund bezeichnet hat. Wie habt ihr euch eigentlich damals kennengelernt? Wo war das und wie ist diese Freundschaft dann entstanden? Also es ist, glaube ich, 86, 87 gewesen, wo ich ja in Wien zahlreiche Clubs und Clubbings gemacht habe und der Niki war einer meiner Stammgäste. Und aufgrund meiner Leidenschaft zur Fliegerei und damals hat er gerade seine Airline gegründet, hat er mir dann die Möglichkeit geboten, dass ich mit ihm im Cockpit ein paar Mal mitfliegen kann. Daraus ist dann ein regelmäßiges Pendeln später zwischen USA und Österreich geworden, wo ich mit ihm mitgeflogen bin nach Miami und so haben wir uns Schritt für Schritt immer näher kennengelernt und wir haben viel lustige Dinge erlebt und viele, wie gesagt, eben tolle Gespräche und das war schon ein Pfundskerl. Wie hast du denn letztes Jahr eigentlich vom Tod von Niki erfahren? Kannst du dich noch erinnern an diesen Moment? Du, die Birgit hat mir SMS geschrieben und ich war ja die zwei Jahre quasi, wo es ihm wirklich extrem schlecht gegangen ist, war ich in den USA und es hat sich schon abgezeichnet. Ich meine, es hat mich wirklich fasziniert, wenn man Details gekannt hat, was für einen Willen ein Mensch aufbringen kann, um weiterzuleben und um wieder ins Leben zurückzukommen. Ich meine, das war, glaube ich, das sucht sich wirklich, also ich habe sowas noch nie gehört, dass ein Mensch so kämpft, ja, und einfach nicht aufgibt. Und zu Weihnachten war er schon wieder recht gut drauf und da haben wir alle schon wieder große Hoffnungen gehabt. Aber dann, glaube ich, die letzten Wochen hat sich es abgezeichnet, dass es einfach der Weg zurück immer schwieriger wird. Und dann kam eben die Botschaft und das war schon ein Schock. Aber das ist ja dann, wie wenn du einen Autounfall hast am Anfang, realisierst du nicht, das kommt dir dann so in Etappen später. Wann hast du eigentlich das letzte Mal Kontakt gehabt mit dem Niki? Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen und wann hast du das letzte Mal mit ihm telefoniert? Ja, telefoniert habe ich 3 Wochen vorher mit ihm, wo er in die Schweiz übersiedelt ist. Und ich war knapp vorher, wo er in Wien war, an dem Tag, wo ich ihn im Krankenhaus besuchen wollte, wo ich von den USA zurückgekommen bin, hat er eine kleine OP noch gehabt. Dann ist das leider nichts draus geworden und unser Ziel war, dass ich ihn in der Schweiz besuchen kann. Und das hat sich dann leider auch nicht mehr funktioniert. Aber wir haben, glaube ich, sehr guten Kontakt gehabt. Und am Telefon hat man sofort in seiner Stimmlage gemerkt, wie es ihm geht. Und ich habe echt einige Male das Gefühl gehabt, so dass das ist wieder quasi eine Hürde, die er gemeistert hat. Und jetzt startet er wieder durch.
Wie waren denn so diese letzten Monate? Weil du hast ja schon angesprochen, es war immer so ein Auf und Ab. Zu Weihnachten ging es immer relativ gut. Da hat er sogar noch bei uns ein Interview gegeben, hat gesagt, er dreht schon wieder Runden mit seinem Auto auf seinem Privatgrundstück in Ibiza. Und dann ist es leider dann Richtung Jänner, Februar wieder, hat sich der Zustand da dramatisch verschlechtert. Wie waren diese letzten Monate? Wie hast du die erlebt? Er hat ihn aber, wie gesagt, im Jänner, wie er in Ibiza war, da war er, ich habe auch von einem Vater das Interview gehört und mit ihm dort einige Mal telefoniert, da war er echt super drauf. Da ist er mit seinem Rollator im Garten herumgerannt und hat da seine Muskeln wieder aufgebaut. Und ich glaube, das Schweizer Training, das war ja dann letztendlich das, wo wir es alle sehr viel erwartet haben. Das ist eine Spezialklinik, wo du die einzelnen Muskelgruppen trainieren kannst. Und ich meine, dass du dann so ein Virus kriegst, ich meine, ob es jetzt der Influenza-Virus war, was auch immer, das letztendlich dann das die großen Komplikationen im Jänner hervorgerufen hat, ich meine, damit hat keiner gerechnet. Und, aber es ist halt, der Niki hat halt in der Vergangenheit halt auch schon einige Mal da, glaube ich, im Bereich Gesundheit mit einigen Themen zu kämpfen gehabt. Und dann ist es irgendwie ein Summenspiel. Und das, glaube ich, war es dann, was letztendlich dann die Situation so verschlimmert hat. Du hast ja gemeinsam mit dem Attila Dogo dann auch das Begräbnis organisiert. Das war ja wahnsinnig berührend. Da waren ja Fans, die mit roten Kappeln gekommen sind. Das Who is Who, muss man sagen, der Rennsportszene war da, bis hin zur österreichischen Politik. Wie hast du dieses Begräbnis eigentlich erlebt? Ja, der Attila hat den Job gemacht, dass er da dem Hasas dann super Empfang macht für alle. Ich meine, das war Wahnsinn im Stephansdom. Das war halt wirklich schon ergreifend, wenn du gesehen hast, wie die Leute gestanden sind und gewartet haben und wer alles gekommen ist und dann überhaupt der Stephansdom als solches ist schon extrem imposant. Aber was mich da am meisten bewegt hat, war die Situation, als wir dann am Friedhof draußen gestanden, wo wir uns dann verabschiedet haben und da hat die Lauda Air, eine Lauda Air mit Passagieren quasi sich noch bei ihm verabschiedet, war eine schwierige Situation, weil die Wolken sehr tief waren. Aber da den Flieger viermal über den Friedhof kreisen zu sehen und kriege jetzt Gänsehaut. Und dann der Blick zum Niki, der dort bereits in Ruhe war. Es ist, solche Momente braucht man, glaube ich, nicht oft, aber sie helfen auch wirklich, was man schon so, wenn man oft darüber spricht, gerade in jetzigen Zeit, sich von jemandem zu verabschieden. Aber das waren schon sehr, sehr beeindruckende Momente. Jetzt sagen ja vor allem auch seine engen Freunde, und du hast ja definitiv dazugehört, der Niki hat sich in diesen letzten Jahren ja sehr verändert. Er ist viel nahbarer geworden, er ist viel menschlicher geworden, er ist zum Familienmenschen geworden aufgrund der Zwillinge und der Birgit. Wann hat das begonnen, diese Veränderung? War das damals sozusagen mit dem Kennenlernen der Birgit? War das eher die Geburt der Zwillinge? Wann hat das eingesetzt? Oder war das das Alter, das ihn quasi vielleicht da auch ein bisschen verändert hat? Also ich glaube, im Prinzip hat der Niki ein Image gehabt, dass das nicht er war. Ich meine, das hat er ja immer hochstilisiert ohne Ende ich habe nichts zu verschenken und er dreht den jeden Schilling zweimal um. Der Niki war ein extrem großzügiger Mensch, aber es stimmt, der hat sich sehr verändert. Die Kinder haben da einen gewaltigen Ruck, glaube ich, in ihm irgendwie bewirkt. Er war da bei mir mit den Kindern auf meiner Ruhm in Kärnten, waren wir zwei Tage mit der Birgit. Und du siehst, er ist wieder ein totaler Familienmensch geworden. Er hat auch immer von seinen Kindern geredet. Wie ich mein erstes Foto geschickt habe von meinem Kind aus dem Kreißsaal heraus, und hat er mir gleich eins geschickt, wo er mit seinen zwei im Bett liegt und er mittendrin ein Vater, der hinter rechts und links auf ihm draufklebend. Also das hätte es alles nicht gegeben wahrscheinlich früher. Ja? Aber die Birgit hat für Niki wahnsinnig viel geleistet und ich glaube, das war für ihn auch so. Er hat mir ja ein Video gemacht von seinem neuen Schiff, das er damals gehabt hat. Und das haben wir jetzt wieder öfters angeschaut, wo der Schiff vorgestellt hat. Und da gibt es eine Szene, wo er dann rausgeht auf ein Deck und sagt, schau Hannes, und da ist jetzt mein alles geliebter Schatz, mein einziger, mein Bierschall, hat er gesagt. Und da hat er es auf die Birgit hingeschwenkt. Also ich habe wirklich, da war er so gut drauf, da hat er, das Video war quasi ein Jahr, bevor das Ganze dann passiert ist, da hat er gesungen, da war er echt, da ist ihm richtig gut gegangen. Und das war sicherlich auch das Backup, dass er seine Family gehabt hat und dass er die Birgit gehabt hat. Und vielleicht bezeichnet man das dann auch Veränderung, weil er wirklich Gefühle gezeigt hat, dass er das Leben richtig genießt, ja. Was war denn deiner Meinung nach das Besondere am Niki? Was hat ihn so ausgezeichnet? Was war so deiner Meinung nach etwas, was einfach typisch war für Niki?
Du, der Niki war jemand, und ich glaube, einer der wenigen Personen, wenn nicht die einzige, die ich kenne, der sich es leisten hat können, einfach geradeaus das sagen, was er sich denkt. Und das hat er teilweise in einer Art und Weise getan, die nicht unbedingt angenehm war. Ich kann mich erinnern, bei einer Veranstaltung, die ich mal organisiert habe, wo er dort war und wo dann ein Seitenblick Team ihn interviewt hat und der dann, obwohl er gewusst hat, ich mache das, im Seitenblick Team gesagt hat, also so ein Plätzchen hat er überhaupt noch nicht gesehen und ich glaube, ich stirb dort neben ihm und ich schieße ihn jetzt mit erdenklichen Dingen irgendwo in den Orbit. Aber du, das war für ihn ganz normal, weil das war irgendein Teil von der Inszenierung. War damals irgendwie so eine Model-Geschichte, die ich dann Gott sei Dank nicht mehr gemacht habe. Aber der war halt brutal direkt, ja. Da hat es nichts gegeben. Und das war ja das, was ihn auch so liebenswert gemacht hat, weil er halt, du hast gewusst, der schmiert da dann keinen Honig um den Mund, der sagt, was er sich denkt. Und in vielen, vielen Dingen hat er recht gehabt, auch wenn es manchmal für viele eher schwer verdaulich war. Was ist so eine persönliche Erinnerung, die du an ihn hast, wenn du irgendwie zurückdenkst, wo du vielleicht auch beschmutzen musst? Wenn ich jetzt erinnere mich an den Niki, abgesehen davon, dass ich tolle Zeit gehabt habe, immer mit der 777 da im Tiefflug über Klagenfurt beim Stadion geflogen sind, aber wir haben viele lustige Momente gehabt und er hat mich wirklich oft zur Weißglut gebracht. Also ich werde eine Situation nie vergessen, das war eher am Anfang unserer Freundschaft, wo ich nach Los Angeles musste und er sagt mir, wie er das hört, ich muss auch nach Los Angeles. Dann sage ich, Niki, das trifft sich ja super. Und dann sagt er, ja, aber du musst Business Class fliegen. Weil dann können wir reden, können wir uns 12 Stunden unterhalten. Und ich sage, Niki, ich bin in einer wirtschaftlichen Situation und damals waren die Tickets ja so brutal teuer, dass ich mir das echt kaum leisten kann. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, wenn es so ist, wenn ich mit dem Niki zusammensitzen kann, ich habe ein paar Ideen gehabt, dann fliege ich Business Class und habe die Zähne zusammengebissen und habe gesagt, da muss ich einfach durch. Und habe mir das Ticket gekauft und dann, wie es halt so kommt, stehen wir in Frankfurt, wo wir in die Lufthansa umsteigen, beim Check-in und da ganz aufgebrachte ein Lufthansa-Mitarbeiter, der Herr Lauder fliegt mit uns, und dann kommt plötzlich sein hochrangiger Herr der Lufthansa und sagt, Herr Lauder, darf ich Ihnen das Upgrade auf die First Class geben? Wir freuen uns so, dass Sie mit uns fliegen. Ich habe den Niki nur so angeschaut und gedacht, jetzt bin ich gespannt. Was macht er jetzt mit dem Ticket? Sagt er, nein, ich kann das nicht annehmen. Oder mein Freund hat da wirklich extrem viel Geld gezahlt, um ein Business-Class-Ticket zu bekommen. Naja, das Ticket dankend angenommen und freut sich, dass die Lufthansa ihn auf die First einladet. Ich habe dann tief Luft geholt, war knapp beim Hyperventilieren und habe eigentlich leichte Zuckungen verspürt und dann wieder weg und gesagt, Niki, das ist nicht dein Ernst. Wenn du da in den Flieger jetzt die Stufen aufgehst, das ist nicht dein Ernst. Sag ich, das kann ich unmöglich machen, die Lufthansa, und die laden mich ein. Gesagt, getan, denke ich mir, okay, ich muss ihn halt mit seinen Waffen schlagen. Ja. Dann bin ich schnell zurückgegangen zum Kiosk und habe dort so Zeitschriften gekauft, alles sowas, diese verbotenen Zeitschriften, die so hinter einer versteckten Verkaufsfläche sind, das waren so 6 Stück, bin ich Flieger eingestiegen und wir sind gestartet, ich fuhr im Business Class, der Sessel dann eben leer, weil es war ja nicht gesehen. Und dann habe ich so die Stewardess hergerufen und sage, Sie, liebes Fräulein, ich hätte eine große Bitte, der Herr Lauder wartet dringend auf seine Magazine. Die hat mich gebeten, dass ich für ihn kaufen. Könnten Sie ihn die bitte bringen? Und die holt die raus und holt sie ihr so hin, weißt du, und lauter leicht bis nicht bekleidete Damen am Kammer. Die Stewardess hat einen hochroten Kopf gekriegt und hat gesagt, wie gut kennen Sie den Herr Lauder? Sag ich, glauben Sie mir gut genug und ich bin jederzeit gern bereit, bevor ihm seine anderen Magazine, die auch noch mit habe, liefert, dass er vielleicht mich kurz besuchen kommt. 2 Minuten später war der Niki bei mir am Unten, ist im Business-Class-Sessel neben mir gesessen und wir hatten einen super Flug und da gerade und dann ist er wieder in die erste raufgegangen und ich durfte mich in der First Class neben ihn hinknien. Und solche Situationen gibt es, hat es wirklich viele gegeben. Also es ist keine Ausnahme, das waren einfach, ich würde mal sagen, es war grenzgängig, wie er teilweise auf mich, wie er da eingeschlagen hat, aber es war immer ein Riesenspaß und ein Riesenhetz. Okay, tolle Anekdote. Was bleibt denn von Niki Lauder deiner Meinung nach über? Du, ich glaube, das ist ein Riesenloch. Wir vermissen ihn alle, auch wenn du die Kommentare von vielen hörst, ist, wie gesagt, es fehlt etwas. Es fehlt etwas, was das Leben bereichert hat. Das wird sich auch leider nicht ändern. Wir denken viel an ihn. Es ist einfach in vielen Dingen ein Riesenvorbild, was er für mich auch ist. Also ein Mann, der brutal hart zu sich selber war, der diszipliniert war, der gerecht war, der keine verbrannte Erde wo hinterlassen hat und der halt einfach
etwas Einzigartiges war. Und ich kenne vergleichsweise niemanden, der so Charisma ausgestrahlt hat, weil er war jetzt in dem Sinn alles andere als unter Anführungszeichen ein Schleimer. Er war in seiner harten Art wahnsinnig charismatisch. Ja, aber er war, so wie er ist, glaube ich, werden wir lang keinen zweiten Niki mehr haben. Und das ist halt das, was in Erinnerung bleibt. Sind tolle Momente, tolle Erinnerungen. Und so wie es der Toto, glaube ich, gesagt hat, der hat sich da jetzt mit dem Covid und mit dem ganzen Airline-Business einiges ersparen können und hoffen, dass es auch so ist. Ja. Was hätte er denn deiner Meinung nach zu der Corona-Krise, zu der aktuellen gesagt? Weil du hast ja schon angesprochen, er hat sich eigentlich nie ein Blatt vor den Mund genommen. Jetzt gibt es da derzeit Maßnahmen, die sehr viele Unternehmer in dem Land sehr hart treffen. Was glaubst du, wie hätte er das gesehen, die Airline-Branche, ja, die am Boden liegt de facto, der Sport, der de facto nicht stattfindet? Was hätte er dazu gesagt, glaubst du? Das ist witzig, weil das kann ich dir, das habe ich jetzt oft drüber nachgedacht, das kann ich da nicht beantworten. Es wären beide Antworten möglich gewesen. Es wäre sein rationales Denken, wie er getickt hat, und ich glaube, ein gutes Beispiel war, wie er da seine Hüften operiert hat, und ich komme da zu ihm und er sitzt da am Pool und ich sage, Niki, wie geht's da? Er sagt, ja, nicht gut, weil, weißt du, die zwei Hüften, da hast du gar nichts mehr. Ich sage, was, ich habe gar nicht gewusst, dass die zwei Hüften operieren zugleich. Sag ich, wie ist das passiert? Sag ich, ich habe den Arzt gefragt, wie schaut es mit meiner zweiten Hüfte aus, nachdem er die erste angeschaut hat. Und dann sagt er, ja, Herr Lauder, kann ich sagen, sag ich, ist die Chance, dass die zweite Hüfte auch einmal was bekommt, größer als 50% oder kleiner? Und der hat gesagt, ja, ich würde schon sagen, größer. Und er sagt, okay, dann nehmen wir gleich alle zwei weg, ja, und machen wir die neue. Und der Arzt offensichtlich gesagt, nein, das kann ich nicht machen, aber es gesagt, getan. Also er hätte das, glaube ich, analysiert und er hätte sich überlegt, ich meine, solange er für sich keine Antwort gehabt hätte zum Thema Covid-19 und das Risiko, das da theoretisch noch irgendwo schlummert, weil wir einfach viele Antworten nicht haben, traue ich mir in seiner Rolle als verantwortungsvoller Mann zu, dass er die ganzen Entscheidungen mitgetragen hätte. Aber es hätte auch anders kommen können, aber leider werden wir das nicht mehr erfahren. Hannes Jagerhofer, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast für uns und da wirklich ein paar ganz, ganz persönliche Einblicke auch uns gewährt hast zu diesem ersten Todestag. Schöne Grüße nach Klagenfurt. Ich danke, dass ihr bei Niki so eine coole Sendung macht und danke. Ciao. Ciao, Papa. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück und dann geht's politisch bei uns weiter. Dann ist uns gleich der Finanzminister Gernot Blümel zugeschaltet und mit dem sprechen wir über die Corona-Maßnahmen. Wie sieht's da jetzt aus? Es gibt ganz, ganz viele Unternehmer in dem Land, die sagen, sie haben noch immer kein Geld gesehen. Es wird viel zu wenig Geld ausbezahlt. Was sagt er dazu? Wie viel Geld wurde jetzt bisher wirklich ausgezahlt von den Hilfen? Aber natürlich auch, was ist denn jetzt mit dem Konjunkturpaket? Was ist mit der Steuerreform? Wann kommen diese Maßnahmen? All das gleich nach einer ganz kurzen Werbepause.